Ladies and Gentlemen, Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Baublog hier vom Nürnberger Herbstvolksfest 2022. Es ist wieder soweit. Wetter heute ein bisschen wolkig. Und wir schauen heute wieder über den Platz. Gleich mal vorweg, ich habe leider doch ein bisschen eher schlechtere Nachrichten, muss man sagen. Und zwar haben zwei der, doch wie ich finde, Hauptattraktionen leider relativ kurzfristig für das Herbstvolksfest abgesagt. Das betrifft zum einen die Comeback-Neuheit Airwolf. Finde ich sehr, sehr schade, muss ich sagen, weil das ist eigentlich so mit die Hauptattraktion gewesen, auf die ich mich hier jetzt gefreut habe dieses Jahr. Und Technopower von Eckelhardt abgesagt. Finde ich sehr ärgerlich. Als Ersatz gibt es einen Flipper von Leider und eine Neuheit, zumindest hier in Nürnberg noch nie da gewesen, Time Machine. Ein eher kleineres Fahrgeschäft. Sind jetzt, finde ich, beides keine Geschäfte, die, sage ich mal, ehrenwürdig die abgesagten Attraktionen ersetzen. Aber ich denke mal, man hat jetzt auf die Schnelle nichts anderes herbekommen. Wir gucken jetzt einfach mal wieder ein Ründchen hier über den Platz, was sich alles so getan hat. Denn ja, es wird doch hier immer voller. Und ja, ich hätte gesagt, los geht's. Biergarten, der nimmt auch immer mehr Formen an und ja, ist eigentlich auch schon so nahezu fast fertig, glaube ich, so langsam. Kann, glaube ich, ganz cool gemütlich werden, wobei ich sagen muss, das Volksfest hat es im Frühjahr so von der Atmosphäre, auch mit dem ganzen Rindenmulchboden und so, das hat schon nochmal geiler ausgesehen. Aber gut, Zeit für was Neues. Dieses Jahr sowieso grundsätzlich. Im Frühjahr war ja das Volksfestherz erst neu und jetzt dann das auch schon wieder neu. Also viele Neuheiten, was die Gastronomie betrifft. Da merkt man, denke ich, durchaus, dass da Corona doch einige Auswirkungen geschlagen hat. Ja, wir gucken weiter. Bei diesem Anblick hier habe ich tatsächlich kurz gezweifelt und überlegt, ob tatsächlich dieses Jahr sogar gar kein Festzelt hier steht in Nürnberg oder kein größeres Festzelt, weil auch im Moment nach wie vor noch keins da steht, dafür, dass es nächste Woche Freitag hier losgeht. Habe jetzt mal aber auf den Lageplan geguckt, der ist nämlich mittlerweile online. Also hier ist so eine Art kleiner Biergarten, daneben soll der Rotor stehen, wo, glaube ich, auch hier schon Transporte davon da sind. Und hier soll aber trotzdem das Festzelt Papphardt in einer relativ kleinen Version zwar, aber soll da wohl schon stehen noch. Also mal gucken, wann die mit dem Aufbau anfangen. Haben vielleicht gerade noch einen anderen Platz. Wie viele Leute hier auch, wie viele Schausteller, haben die ja gerade noch Plätze. Also da soll aber schon ein Festzelt hinkommen. Ich bin gespannt, wann es da mit dem Aufbau losgeht.
Ja, das Laufgeschäft, der New Psychedelic von Bechstedt, ist auch schon ganz gut vorangeschritten im Aufbau. Im Grunde eigentlich nur noch runterklappen. LED-Leinwand fehlt noch hier in der Mitte ein bisschen was und wahrscheinlich innen drin noch ein paar Kleinigkeiten, aber ist auch schon recht weit. Also man merkt schon hier, es tut sich was. Wir sind aber noch nicht ganz am Ende, wir gucken weiter. Ich habe es ja schon heute zu Beginn des Vlogs gesagt, dass ein Flipper als Ersatz da ist. Beim letzten Mal standen wir hier noch und haben gerätselt, es sieht doch nach einem Flipper Mittelbau aus. Mittlerweile sieht es dann schon sehr nach Flipper aus. Der Flipper von Leider ausführt hier als Ersatz-Fahrgeschäft für, ja, kann man sich jetzt aussuchen, ob für den Airwolf oder für Technopower. Kann man sich jetzt aussuchen. Aber an der Position stand auch schon des Öfteren der Technopower. Deswegen, vielleicht ist es der Ersatz für den Technopower. Prinzipiell ist ja so ein Flipper-Hus-Klassiker nicht verkehrt, sage ich ganz ehrlich. Allerdings wäre mir da so ein Technopower oder Airwolf schon lieber gewesen. Und das soll es gewesen sein mit den heutigen Impressionen hier aus Nürnberg. Es hat sich auf jeden Fall wieder einiges getan. Die meisten großen Attraktionen, die jetzt zwar noch fehlen, die werden wirklich auch erst Anfang nächster Woche dann aufschlagen, da viele noch Plätze bis zum Wochenende haben. Heißt, nächste Woche wird es dann richtig rasant hier, weil dann kommen alle und wollen alle so schnell wie möglich aufbauen. Ja, für heute soll es das gewesen sein. Es gibt aber die Woche safe noch einen weiteren Baublock. Ich hoffe, dass euch die Impressionen gefallen haben. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao, macht's gut!